Hi, ich mache weiter. Ich bin Kim. Ich werde euch jetzt erstmal allgemein vorstellen, so ein bisschen, wer wir als Ende Gelände sind und was wir machen, und dann über unsere Aktionen in Brunsbüttel reden und was da alles so genau passieren wird. Unsere Aktion ist angesetzt für Ende Juli. Schreibt euch alle schon mal fett das Datum in den Kalender. Es ist der 29. Juli bis 2.8. ist der Aktionszeitraum. Immer so um ein Wochenende rum. Aber bevor ich mehr darüber erzähle, werde ich euch ganz kurz nochmal vorstellen. Die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen, aber für diejenigen, für die Ende Gelände noch nicht so ein Begriff ist, gehe ich jetzt ganz kurz darauf ein, wer wir sind. Wir sind ein Bündnis von ganz vielen verschiedenen Menschen, die sich in verschiedenen sozialen, politischen Bewegungen engagieren und zusammenarbeiten, und zwar einmal auf lokaler Ebene, das heißt, es existieren in den meisten deutschen Städten Ortsgruppen von Ende Gelände. Und wir arbeiten aber auch in überregionalen Gruppen zusammen, die meistens so themenfokussiert sind. Das heißt beispielsweise, ich bin in der Presse-AG und das ist eine Bündnis-AG, da sind Menschen aus ganz vielen Ecken Deutschlands. Und genauso gibt es halt auch andere Arbeitsgruppen, die sich zum Beispiel mit so tollen Veranstaltungen wie diese hier beschäftigen. Was machen wir? Wir machen zivilen Ungehorsam. Das sind Massenblockaden, wie zum Beispiel hier im Rheinland in einer Kohlegrube, was ihr auf dem Foto seht. Wir kündigen unsere Aktionen immer öffentlich an. Wir haben so diesen Claim, wir tun, was wir sagen, und wir sagen, was wir tun. Also es gibt immer so eine öffentliche Transparenz um unsere Aktionen. Deswegen steht ja auch jetzt schon das Datum fest, wann wir nach Brunsbüttel gehen. Und deswegen reden wir jetzt schon öffentlich darüber, dass wir dort blockieren werden. Unser Mittel des Protests ist der zivile Ungehorsam. Das ist eine demokratische Protestform, die einen bewussten Verstoß gegen rechtliche Normen beinhaltet und eine lange Geschichte hat. Damit wurde zum Beispiel unter anderem das Frauenwahlrecht erkämpft. Und mit dem zivilen Ungehorsam bezwecken wir eine Art Selbstermächtigung und möchten damit einmal so ein bisschen dem Gefühl der Machtlosigkeit begegnen, das vielleicht viele von euch kennen. Wenn Sie so an die Klimakrise und die ganzen Probleme, die damit zusammenhaben, denken. Und in der Vergangenheit haben wir schon es geschafft, uns damit so ein bisschen politischen Freiraum zu erkämpfen. Und wir wollen damit so Handlungsräume für die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung eröffnen und auch selber dabei unsere Wirkmacht spüren und uns quasi mit dem eigenen Körper der Ungerechtigkeit in den Weg stellen. Und deswegen reden wir auch immer davon, dass wir an die Orte der Zerstörung gehen. Also im Gegensatz zu anderen sozialen Bewegungen protestieren wir zum Beispiel nicht in der Hauptstadt vor den Regierungsgebäuden, sondern wir gehen dahin, wo halt Ungerechtigkeiten passieren. Das sind in unserem Verständnis sind es, waren es bisher vor allem die Kohlegruben aus den deutschen Kohlerevieren und jetzt eben auch mit unserem erweiterten Fokus die Gasinfrastruktur. Und genau, hier ein kleines Movie-Pick. Wir laden euch alle ein, Teil davon zu sein und mitzukommen. Und damit ihr genau versteht, was wir uns so dieses Jahr dabei gedacht haben, werde ich jetzt ein bisschen über die Aktion in Brunsbüttel reden. Also Isa hat schon total viele Informationen gerade geliefert, warum Erdgas eigentlich überhaupt gar keinen Platz mehr hat, wenn wir über Energie- und Wärmewende reden. Wir fassen das so ein bisschen zusammen als Claim, sauberes Gas ist eine dreckige Lüge. Und das hat verschiedene Aspekte, die problematisch sind. Also wir haben jetzt schon viel über so die Klimaeffekte gehört von Gas, aber wir von Ende Gelände beziehen uns vor allen Dingen auch oder rücken so ein bisschen auch den kolonialen Aspekt von Gas in den Fokus. Da werde ich gleich nochmal drauf kommen. Jetzt erstmal zur Aktion und warum haben wir uns Brunsbüttel ausgewählt? In den vergangenen Jahren hat Ende Gelände ja immer den Fokus auf
Code gelegt und das ist auf keinen Fall vorbei. Also nur dadurch, dass wir jetzt auch Gas in den Fokus nehmen, heißt das nicht, dass wir nicht mehr gegen Kohle sind. Überhaupt nicht. Wir stehen weiterhin an der Seite der Dörfer im Rheinland und wir werden auch, wenn die Rodungssaison da wieder losgeht im September, auch da weiterhin an der Seite der lokalen Protestbewegung demonstrieren. Aber in Brunsbüttel, Brunsbüttel ist einfach ein guter Fokus, wenn wir das ganze Problem der Fracking-Infrastruktur und der Gasnutzung in den Blick nehmen. Eben auch durch das geplante LNG-Terminal, was Lisa gerade schon angesprochen hat. Und an dem Ort, wo das geplant ist, steht bereits ein riesiger Industriepark namens Chemcos Park, wo ganz viele verschiedene große Konzerne angesiedelt sind, die ihrerseits einen krassen Energiebedarf haben und deswegen auch sehr darauf pochen, dass dieses Terminal dort gebaut wird, um halt eben davon profitieren zu können. Unter anderem die Chemieindustrie, die dort angesiedelt ist. Und genau, ein Steinkohlehafen ist auch noch direkt nebenan. Das alte AKW dort in Brunsbüttel, das ist alles im ganzen Komplex. Und wenn wir Brunsbüttel in den Fokus nehmen, dann sprechen wir davon, dass sich dort eine neokoloniale Industrie angesiedelt hat, die eben unserer Vision von einer gerechten Gesellschaft und von einem erneuerbaren Energiesystem total im Weg steht. Ja, wie die Aktion ganz konkret aussehen wird, kann man noch nicht 100% sagen, weil es natürlich auch ein ganz klein bisschen von der Corona-Situation abhängig ist. Deswegen gehen wir schon davon aus, dass das zahlenmäßig weniger sein wird als in den vergangenen Jahren. Das ist aber auch eine hohe Hausnummer, um sich das als Vergleich zu nehmen. Also in den letzten Jahren kamen bis zu 6.000 Aktivistinnen zu Ende Gelände, um gemeinsam zivilen Ungehorsam zu begehen. Aber auch wie in den vergangenen Jahren wird es auf jeden Fall ein Camp geben vor Ort, auf das ihr euch verlassen könnt, wo ihr die nötigsten Infrastrukturen findet, wo es Essen geben wird, Toiletten und so weiter. Wenn ihr euch einbringen wollt, auch im Camp wird immer Support benötigt. Da gibt es total viele Aufgaben, die anstehen, eben auch schon vor der Aktion und nach der Aktion. Dazu wird es auch wie in den letzten Jahren ein Online-Tool bei uns auf der Homepage geben. Ich glaube, das ist noch nicht freigeschaltet, das müsste aber bald kommen. Und da könnt ihr euch zum Beispiel auch angucken, was es so für Aufgaben gibt, die gebraucht werden. Und wie schon bereits erwähnt, es gibt eine Camp-AG, die sich darum kümmert, dieses Camp zu organisieren. Und die versucht, genau, möglichst viele Dinge auf dem Schirm zu haben und das Camp so barrierearm und diskriminierungsarm wie möglich zu gestalten. Dann gibt es wie zu jeder Ende-Gelände-Aktion einen Aktionskonsens, der hält grob fest, was wir uns mit dieser Aktion vorstellen und jede Person, die an unseren Aktionen teilnimmt, sollte den gelesen haben und sich auch daran halten, weil er so ein bisschen regelt, wie wir uns bei der Aktion verhalten. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Der diesjährige Aktionskonsens, der ist leider noch nicht online, weil da noch letzte Hand dran angelegt wird, aber der kommt auch sehr bald. Und wenn ihr mit uns in die Aktion geht, bitte, bitte guckt euch den vorher an. Gleiches gilt für das Hygienekonzept. Das werde ich jetzt nur mal kurz umreißen. Viele Dinge kennen wir ja mittlerweile sehr, sehr gut, weil wir daran gewöhnt sind. Aber auch wie hier, wir halten uns an die Corona-Schutzmaßnahmen. Wir tragen Masken und wir schauen, dass wir uns regelmäßig die Hände desinfizieren. Genau. Für die Tage vor der Aktion geht es darum, auch wenn diese Corona-Situation besser ist, möglichst unsere Kontakte zu reduzieren, Selbsttests zu nutzen, die ja mittlerweile sehr gut verfügbar sind für alle. Und natürlich gilt auch weiterhin, wenn ihr Krankheitssymptome entwickelt vor der Aktion, bleibt zu Hause. Und wenn das Hygienekonzept könnt ihr ebenfalls auf unserer tollen Homepage nachlesen. So, hier seht ihr ein paar Beispiele von vergangenen Aktionen, was es auch rund um die Aktion so für Möglichkeiten gibt.
Es gibt immer unterschiedliche Aktionslevel. Das heißt, wenn, auch wenn ihr noch nicht so ganz sicher seid, was ihr euch vorstellen könnt für die Aktion. Wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Eine habe ich ja gerade schon erwähnt, das ist auf dem Camp. Oben links seht ihr unseren inklusiven Finger, der jetzt schon zum dritten Mal mitgeht. Das bedeutet, es gibt auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehr viele Art und Weisen teilzunehmen und auch natürlich in die Aktion zu gehen und mitzumachen. Hier kommen jetzt noch ein paar kleine Legal-Hinweise. Ich hoffe, ich kann die alle durchgehen. Das müsste von der Zeit eigentlich reichen. Generell als kleiner Hinweis, es gibt das Legal-Team für alle, was alle Aktivistinnen, die mit uns in die Aktion gehen, unterstützt und auch rechtlichen Beistand leistet. Die sind auf jeden Fall die ganze Zeit auch vor Ort und auch auf dem Camp ansprechbar. Dann gehe ich ganz kurz auf die rechtlichen Folgen ein, die eine Aktion für euch haben kann. Denn wie schon bereits erwähnt, ziviler Ungehorsam beinhaltet ja bewusste Regelverstöße. Und dadurch kommen wir immer wieder leider in Kontakt mit der Polizei. Und euch können gewisse Dinge vorgeworfen werden, von denen es wichtig ist, sich zu bewusst zu machen, was da auf einen zukommen kann. Generell, wenn ihr euch an den Aktionskonsens haltet, ist es unwahrscheinlich, dass ihr mit Haftstrafen konfrontiert werdet. Normalerweise gibt es den Vorwurf des Hausfriedensbruchs für Aktivistinnen, die mit uns in die Aktion gehen. Aber es gab bisher bei Massenaktionen keine Verurteilung, sondern meistens Verfahrenseinstellung oder eben es ist gar nicht erst zu einem Verfahren gekommen, da wir eine Personalienverweigerung nutzen, auf die ich gleich eingehen werde. Aber generell gilt, wir haben Antirepressionsstrukturen und für den eventuellen Fall, dass ihr mit einer Geldstrafe konfrontiert werden würdet, wird das auf jeden Fall solidarisch geregelt. Das heißt, niemand wird mit irgendwas allein gelassen, nicht mit rechtlichen Fragen und auch nicht mit Geldstrafen. Wenn es dazu kommen sollte, dass Menschen in Gewahrsam genommen werden bei Aktionen, empfiehlt Ende Gelände die Personalienverweigerung. Trotzdem muss sich jede und jeder damit auseinandersetzen, was das für euch in dem Fall bedeutet und ob ihr das machen möchtet. Hier ist so eine kurze Vorteile-Nachteile-Aufzählung. Generell ist der Gedanke dabei, dass man ganze Gruppe schützt und dass man damit auch Menschen schützt, die sich eventuell nicht ausweisen können. Und man schützt sich so natürlich auch kollektiv besser vor einer strafrechtlichen Verfolgung. Und in den vergangenen Jahren hat das ziemlich gut funktioniert für unsere Aktionen und wir können so stolz behaupten, dass wir damit auch politischen Freiraum gewonnen haben. Das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass auch die Konzerne, zum Beispiel im Rheinland RWE, keine Unterlassungsklagen gegen konkrete Personen verhängen können, weil sie dafür ja den Namen bräuchten, den klaren Namen. Und die Nachteile sind, dass man dann natürlich, wenn man nicht bereit ist, seine Identität preiszugeben, in Gewahrsam genommen werden kann. Das ist normalerweise maximal 12 Stunden in der GESA, der Gefahrenensammelstelle. Aber natürlich kann es auch dazu kommen, dass man mit einem konkreten Vorwurf belastet wird und man kann auch nicht ausschließen, dass einem dann eine U-Haft angeboten wird oder ein Bußgeld. Genau, so viel dazu. Wenn dazu später noch Fragen sind, können wir ja da nochmal drauf zurückkommen dann. Okay, jetzt würde ich gerne nochmal kurz so ein bisschen den Fokus erweitern. Auf das globale Level. Genau, wir machen in Brunsbüttel eine Aktion, aber unsere AG Internationales ist fleißig in der Vernetzung aktiv und das Bündnis Shale Must Fall, wo wir uns auch engagieren, plant
parallel zu unserer Aktion weitere dezentralen Aktionen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Kolumbien oder Norwegen. Was hat das für einen Grund? Mit der Aktion wollen wir vor allen Dingen in den Fokus rücken, dass Gas koloniale Kontinuitäten begünstigt. Also, dass es oft in Ländern im globalen Süden abgebaut wird von Konzernen des globalen Nordens, die sich daran bereichern und dass eben im globalen Süden die Umweltverschmutzung passiert und die Menschen dort damit alleingelassen werden. Und ihr seht hier auf dieser Karte, das ist so eine Übersicht von Shelmers Fall, wo so globale Hotspots von Gasinfrastruktur mal so zusammengefasst werden. Das ist wahrscheinlich ein bisschen klein, um das alles genau erkennen zu können. Aber ihr seht zum Beispiel auch, dass viele Linien und Punkte in den USA sind. Dort im Süden wird auch massiv Gas extrahiert und dort wird auch Fracking betrieben. Ein weiteres Problem ist eben auch, dass das auf dem Boden von indigenen Gemeinschaften getan wird und indigene Menschen dafür vertrieben werden. Jetzt haben wir hier zwei kurze Beispiele. Einmal Argentinien in Vaca Muerta, wo massiv Fracking betrieben wird von einer wirklich erstaunlichen Reihe an internationalen Konzernen, die sich dort bereichern. Wenn man das ganze Gas fracken würde, was dort vorhanden ist, würde die Menschheit ein Sechstel des verbleibenden CO2-Budgets komplett aufbrauchen. Und Wintershall Dea, das ist Deutschlands größter Öl- und Gaskonzern, ist dort massiv in Fracking involviert, eben weil es hierzulande ein Moratorium dagegen gibt und dann der Konzern das in anderen Ländern betreibt. Und mit der Aktion wollen wir solche Beispiele vor allen Dingen herausstellen, um zu zeigen, dass es koloniale Kontinuitäten sind, die von solchen Konzernen im globalen Süden betrieben werden. Zweites Beispiel ist aus dem Okavango-Delta aus Namibia, die gerne als Kohlenstoffbombe bezeichnet wird, denn dort lagert ungefähr 15% des verbleibenden Kohlenstoffbudgets der Welt. Und genau dort wurde bereits auch mit Testbohrungen begonnen, um das Gas dort zu fördern. Ende Gelände hat bereits ein Webinar mit internationalen Aktivistinnen durchgeführt. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, könnt ihr auf unserem YouTube-Channel das auf jeden Fall nachhören. Es wurde aufgezeichnet. Den Link können wir auch später nochmal in den Chat stellen. Hier habe ich noch eine letzte Folie, auf der ich ein paar Kämpfe gegen etwas in Europa aufgelistet habe, denn auch in Europa kämpfen Menschen bereits seit längerem gegen Erdgas, wie zum Beispiel in Rumänien oder Code Road in Groningen, die sogar erfolgreich für die Schließung eines Gasfelds protestiert haben. Und wir können uns jetzt hier in diesem Jahr in diese tolle Liste einreihen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust, mit uns blockieren zu gehen. Und wir können jetzt zur Fragerunde kommen. Es kamen verschiedenste Fragen auf. Und zwar ging es einmal mal so los, auch mit so ein bisschen so Vorbereitungen und wer kann da eigentlich so kommen? Kim, vielleicht magst du mal so ein bisschen was sagen, so wer kann eigentlich kommen? Es kamen so Fragen, so kann jede Person kommen, muss man vorbereitet sein? Und wie kann man sich auch so Bezugsgruppen anschließen? Vielleicht kannst du ja für diesen Einstieg mal was sagen. Genau, dazu ist es am hilfreichsten, wenn ihr euch lokal vernetzt. Das heißt, ihr guckt, wo ist die nächste Ende-Gelände-Ortsgruppe und dann versucht irgendwie mit denen Kontakt aufzunehmen und zu deren Treffen zu gehen, sei es jetzt noch online oder offline. Denn die Ortsgruppen, die bieten immer Aktionstrainings vor der Aktion an, die bieten auch Infoveranstaltungen an, sowas wie jetzt, nur vielleicht auch zu spezifischen Themen, zum Beispiel zu rechtlichen Themen. Und da gibt es dann in aller Regel auch Bezugsgruppenfindung. Das heißt, auch wenn ihr alleine seid und ihr kennt auch keine Leute, die auch in die Aktion gehen möchten, gibt es da auf jeden Fall die Möglichkeit, Leute kennenzulernen und euch mit denen zu vernetzen, damit ihr dann gemeinsam und gut vorbereitet in die Aktion starten könnt.
Und wir empfehlen immer so ein Aktionstraining, wenn ihr das noch nie gemacht habt und noch nie dabei wart, auf jeden Fall vor der Aktion einmal zu machen. Es wird aber dann auch im Camp Aktionstrainings vor der Aktion noch geben, als Last-Minute-Möglichkeit. Okay, das heißt, es kam ganz konkret mehrmals, glaube ich, die Frage auf, wenn man vorher noch nie bei einer Ende-Gelände-Aktion war oder noch nie bei einer irgendwie Aktion zivilen Ungehorsams, ist dann jetzt die Aktion dafür geeignet? Ja, oder? Okay, es war eine rhetorische Frage, sorry. Bereitet euch vor, informiert euch, nutzt alle Möglichkeiten, die es dafür gibt, und dann freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Cool. Genau, dann kamen so einige Fragen rund um die Anreise auf. Also gibt es eine gemeinsame Anreise? Ab wann soll man anreisen? Ist Samstag schon zu spät oder Freitagmorgen, wann auch immer? Magst du da auch kurz was zu sagen? Genau, also oft werden gemeinsame Zug- und Busanreisen geplant. Da gibt es, glaube ich, noch keine finalen Infos. Da würde ich euch auch auf die Website verweisen. Da findet man immer die frischesten Infos. Und ansonsten auch bei euren Ortsgruppen, die dann natürlich genau die spezifische Anreise auch oft organisieren, von da aus, von wo ihr starten möchtet. Was war das andere? Das habe ich schon wieder vergessen. Ach so, zeitlich, genau. Der Zeitraum, der angegeben ist, ist natürlich der grobe Aktionstag. Traditionell sind unsere Aktionstage am Wochenende, aber es ist natürlich vorher nicht hundertprozentig bekannt, wann oder um welche Uhrzeit einzelne Finger in die Aktion starten. Also wir kündigen die Aktion natürlich öffentlich an, aber immer mit diesem gesamten Zeitraum. Das heißt, wir empfehlen normalerweise auch normalerweise schon, dass ihr vor dem Wochenende da seid, und dann können wir euch jetzt für nichts garantieren, wenn ihr Samstag im Laufe des Tages irgendwie ankommt. Also das wissen wir jetzt auch einfach noch nicht, weil die Aktionsplanung natürlich auch ein bisschen geheimer ist als jetzt dieser Aktionszeitraum, und deswegen einfach die warme Empfehlung, so früh wie ihr halt könnt, da zu sein. Ja. Aber es gibt immer sehr viele Möglichkeiten, auch sich einzubringen. Also ihr werdet auf keinen Fall da stehen und denken, was mache ich jetzt? Sondern es gibt natürlich auch im Camp sehr viele Möglichkeiten. Genau, jetzt kam gerade hochaktuell, glaube ich, noch die Frage im Chat, ob es vorher eine Liste geben wird mit den ganzen stattfindenden Aktionstrainings. Ich würde die Frage mal verbinden mit dieser Frage nach, inwiefern kann man sich einbringen? Also das Bündnis besteht ja aus vielen, vielen Leuten, also aus vielen Ortsgruppen. Jetzt ganz konkret zu dieser Liste oder diesem Wunsch nach, wo gibt es denn Trainings? Am besten ist tatsächlich, ihr guckt auf eurer lokalen Ortsgruppenseite oder deren Social Media Accounts, was die anbieten. Manchmal haben auch Menschen Kapazitäten und erstellen noch eine Übersichtsliste. Falls ihr da richtig Bock drauf habt, dann könnt ihr euch direkt im Bündnis einbringen und euch einer AG anschließen, der Website AG wahrscheinlich dann. Genau, also so, das lebt so ein bisschen auch von uns allen, da mitzumachen. Und ich kann mir vorstellen, wenn Leute Zeit für eine Liste haben, wird es vielleicht auch die Liste auf der Website geben. Ansonsten, wie gesagt, bei der lokalen Gruppe seid ihr am besten aufgehoben. So. Dann, wie gesagt, die Anreise hatten wir besprochen. Es gab hier Fragen zum Camp. Also ja, es wird ein Camp geben, das wurde ja im Vortrag gesagt. Das Camp startet wahrscheinlich am 29., wenn es früher startet. Auch hier wieder der Hinweis zum Newsletter oder Website. Das sind noch 4 Wochen hin und auch so ein Camp mit Anmeldungen war auch in den Jahren immer bis zur letzten Minute manchmal noch sehr spannend und auch tatsächlich schon Teil der Aktion oft, weil man sich da auch politisch schon ziemlich durchkämpfen musste zum Teil, um da sein Recht auf Camp irgendwie erstmal durchzusetzen. Das heißt, auch da macht es Sinn, dass man einfach informiert bleibt und schaut, genau, was da gerade der aktuelle Stand ist. So, wir kommen jetzt noch zu sowas wie, ja, wie sieht denn dann eigentlich das Aktionsbild selbst aus? Also was ist dann da geplant? Es gab so eine Frage wie, naja, wenn dieses Planfeststellungsverfahren für das Terminal noch gar nicht durch ist, also de facto ist da ja gerade noch gar kein Terminal,
Was soll denn überhaupt blockiert werden? Also es macht natürlich Sinn, gerade deshalb das zu blockieren, um dazu zu sagen oder dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst gebaut wird, weil wenn es erstmal da steht, ist es viel, viel schwieriger natürlich, das wieder wegzukriegen. Das heißt, das ist jetzt genau der Schritt, da zu blockieren. Was dann genau blockiert wird, da würde ich mich Kim wahrscheinlich anschließen, einfach ausgehend von den letzten Jahren. So ein bisschen Überraschungsfaktor muss es ja geben, weil sonst weiß die Polizei das jetzt auch schon, was wir oder was das Bündnis da konkret plant. Das heißt, das wird man dann wahrscheinlich dann an den Tagen sehen. Aber genau, es geht ganz viel um den ganzen Industriepark, der ja auch auf diese fossilen Energien angewiesen ist und das auch sehr pusht. So, damit haben wir jetzt schon mal sehr viele Fragen abgekaspert. Ich sehe auch schon, es ist 8:30. Ich würde jetzt noch zwei, drei Fragen nehmen und dann, glaube ich, sind wir auch schon durch für heute. Und die anderen Fragen, wie gesagt, werden wir wann anders nochmal aufgreifen können. Ach so, einen Punkt fand ich noch ganz spannend in Bezug auf das Aktionsbild. Es wurde hier auch gesagt, ja, dass immer dieser Begriff Aktionslevel ja auch ein bisschen blöd ist, weil das immer so Hierarchien und so Abstufungen beinhaltet. Also ich persönlich kann mich da total anschließen und ich glaube, es wird auch oft eigentlich lieber von Aktionsformen gesprochen, auch um genau das hinzuweisen oder darauf hinzuweisen, dass ja auch das Camp, die Küfer, all das, was damit zu tun hat, ja auch schon Teil der Aktion ist und mindestens genauso wichtig ist, wie wenn irgendwelche Finger aufbrechen. Genau, also super Hinweis nochmal. Es geht hier um Aktionsformen und man kann sich dann vor Ort einfach überlegen, wo man sich da am besten anschließen will. Und auch diese Frage nach, wann und wie wird das von den Fingern bekannt gegeben? Ja, das wird vor Ort bekannt gegeben. Also ihr könnt da gerne einfach anreisen alleine oder viel lieber noch in Bezugsgruppen und dann werdet ihr alle Informationen vor Ort einfach kriegen. So, dann Kim, vielleicht magst du in den letzten Minuten noch mal so zu diesen Fragen rund um so Legales oder Legal. Bei uns gibt es ja so ein Legal Team für alle, heißt es. Und auch vielleicht noch mal was zu so den Awareness-Strukturen sagen. Es gibt ja mal eine Rechtshilfebroschüre, die dann aktualisiert wird mit Fokus auf das jeweilige Bundesland. Das war bei uns meistens NRW oder aber auch Sachsen und Brandenburg. Und für Schleswig-Holstein gibt es die jetzt noch nicht, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Legal Team für alle daran arbeitet und dann auch eine aktualisierte Rechtshilfebroschüre hochladen sollte. Die findet ihr, die verschiedenen Ausgaben, die es schon gibt, die findet ihr alle auf unserer Website. Dann gab es noch eine Frage zu Haftstrafen, ob die im polizeilichen Führungszeugnis auftauchen. Das ist generell erst so, wenn ihr zu einer Geldstrafe verdonnert werdet und auch dann greift das erst ab 90 Tagessätzen. Das heißt, das ist also hier relativ unwahrscheinlich. Genau, das waren so die Legal-Fragen und dann gab es noch Fragen nach Awareness-Strukturen. Die haben wir auf jeden Fall. Also im Camp wird es die ganze Zeit Awareness-Strukturen geben, im ganzen Aktionszeitraum über und oft gibt es auch in den einzelnen Fingern Awareness-Strukturen. Cool. Das ist doch wunderbar. Dann glaube ich, haben wir tatsächlich innerhalb dieser sehr kurzen Zeit fast alle Fragen abgekaspert. Und erstmal auch vielen Dank euch für diese tollen Fragen. Ich sehe gerade noch eine Frage, die würde ich noch kurz aufnehmen, nämlich da schreibt eine Person, dass gehört wurde, dass nicht alle Ortsgruppen an der Aktion teilnehmen. Und ob man dann trotzdem dran teilnehmen kann. Also natürlich, es können alle dran teilnehmen. Wenn ihr Bock habt, seid ihr willkommen. Vielleicht auch nochmal als Hinweis, das ist, glaube ich, nämlich ein ganz guter Punkt. Ende Gelände macht jetzt vor allem diese Sommeraktion gegen diesen geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel. Gleichzeitig auch Corona geschuldet, wurde sich so ein bisschen entschieden, aber auch verschiedene Kämpfe dieses Jahr anzugehen und sozusagen auch mehrere, ein bisschen kleinere Aktionen dafür zu machen. Und insofern findet jetzt nicht nur diese Sommeraktion statt, sondern es gibt auch noch Ende Gelände Ortsgruppen, die im August in diesem ganzen Kontext im Rheinland für alle Dörfer bleiben, aktiv sind. Das heißt, wenn ihr jetzt Ende Juli keine Zeit habt, sondern eher irgendwie im August, dann schaut nochmal da euch mehr rein. Und im September findet auch noch von Ende Gelände unter anderem mit diese Blockade in München statt gegen die IAA, also gegen die internationale Auto, ich weiß gar nicht, was das letzte A ist, aber auf jeden Fall gegen die Automesse, die da immer stattfindet. Genau, also alles rund um Mobilitätswende ist im September. Also das sind jeweils noch zwei andere Aktionen, wo Ende Gelände auch dieses Jahr aktiv ist. Das kann also sein, dass eure Ortsgruppe selbst sozusagen vielleicht zu einer der anderen Aktionen arbeitet, was aber nicht bedeutet, dass ihr oder eure Bezugsgruppe nicht trotzdem zur Aktion nach Brunsbüttel kommen könnt. Soweit dazu.
Genau, den bunten Finger sehe ich ja auch gerade, das hatte ja Kim auch schon gesagt, den wird es geben. Ich glaube, der heißt nicht mehr bunter Finger, habe ich gehört. Ich habe gehört, er hat einen neuen Namen, aber wird man ja nochmal hören. Genau, aber es ist dieser Finger, wo alle Menschen dran teilnehmen können, die vielleicht was auch immer für eine Beeinträchtigung haben, dass sie nicht so schnell laufen wollen oder wie auch immer. Das heißt, auch dieser Finger wird diesmal dabei sein. So, und damit. Für alle anderen Menschen. Und für alle, das stimmt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe auch gehört, dass es dieses Jahr auch und richtig cool einen Finger von vor allem POC-Personen und migrantischen Personen auch mit sozusagen aufgebaut wird. Das ist alles gerade noch so ein bisschen in der Mache, ist ja noch ein bisschen hin, aber so genau, das ganze Thema begleitet das Bündnis, glaube ich, gerade sehr und es soll da auch sehr viel zu passieren. So. Ich glaube, an der Stelle würde ich sagen, wir hatten hier eine richtig tolle Runde und einen tollen Austausch. Und genau, wie gesagt, guckt euch auch gerne nochmal auf der Website um. Ich freue mich total, wenn wir uns dann Ende Juli in Brunsbüttel oder auch Hamburg, es wird ja auch in Hamburg zum Teil stattfinden, sehen. Und bin richtig gespannt auf den Kampf gegen das dreckige Gas und glaube ich, bin sehr optimistisch, dass wir da einiges bewegen können. Ansonsten habt alle einen ganz großartigen Abend und bis ganz bald.